Da liegt sie, die Insel im Ozean. Die Insel Tomodachi Life. Die Insel Coffee Bay, um genau zu sein. Ja, Ewigkeiten haben wir diese Insel nicht mehr besucht. Ewigkeiten haben wir die Bewohner alleine gelassen und Miitopia gespielt. Ja, nun kehren wir zurück auf die Insel mit einem neuen Bewohner. Ja, ich würde mal sagen, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engelum, zu einem neuen Part. Tomodachi Life mit dem Zwergenfürst. Ja, wir beginnen gleich mal hier auf der Insel mit dem neuen Bewohner. Ja, ich würde mal sagen, los geht's. Joa, heißt das neue Mii auf der Insel willkommen. Chiara Bravo. Joa, sie ist hereingekommen. Joa, sie ist neu auf der Insel. Sie hat ein neues Apartment. Joa, und dort werden wir sie jetzt mal begrüßen, würde ich sagen. Guten Tag, Chiaro. Chiara. Da habe ich direkt mal die Namen verwurstelt. Chiara Bravo. Vorname und Nachname zu Chiaro geworden. Joa. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wer ist das und was macht sie? Lesen, Sport, Kunst, Essen. Was soll ich diesen Herz zum Thema machen? Ja, das unter anderem auch. Also macht sie bestimmt auch. Also Lesen, Essen und so weiter. Sport. Das macht sie auch. Aber was macht die Real-Life-Vorlage von diesem Mii? Chiara Bravo, ja, die ist ja eine. Ich sag's mal so, Disney-Figur, also ja, nicht direkt eine Figur, aber eine Schauspielerin, die im Disney-Bereich unterwegs ist. Also sehr bekannt ist sie in der Fernsehserie Big Time Rush geworden. Ja, und da habe ich sie auch kennengelernt. Da habe ich die Figur lieben gelernt. Ja, Big Time Rush, ach schön. Meine Kindheit, na, meine Jugend. Was heißt Jugend, Kindheit, ja, so ein Mittelding so dazwischen. Da. Wann habe ich dazu geguckt? 10 bis 12 Jahre so. Ich würde es auch jetzt gerne wieder gucken, aber die Sendung wurde, glaube ich, abgesetzt. Die läuft nicht mehr wirklich. Schade eigentlich. Gute Sendung. Aber zurück zu Chiara. Ja, zurück zu Chiara Bravo. Ja. Wunderbar süße Schauspielerin. Ja, sexy Schauspielerin. Streichel. Streichel. Knuddel. Das freut sie gleich sofort. Ja, nice. Das findest du toll. Dann gibt es gleich ein bisschen Level. Und sie soll natürlich auch nicht unbekleidet bleiben hier. Du kannst da was zu anziehen. Ja, gibt besseres, also könnte ein besseres geben, was ihr besser passen würde, aber ja, das können sie auch tragen. Das passt halbwegs. So. Chiara Bravo, eine Schauspielerin aus den USA. Mal sehen, wie ihr die Lachsmüllerin schmeckt. Der Lachsmüllerin. Oh, doch ganz gut. Passt doch. So. Ja, wer sie nicht kennt, der sollte sich mal einen Film mit ihr angucken. Ja, soll es auch ganz gut jetzt aktuell geben. Hier, ich gucke gerade hier auf Google nach. In Ice Age sollte in so einem kurzen Ice Age Film soll sie irgendwie so ein Weihnachtsspecial soll sie mal mitgesprochen haben. Zumindest dann halt die deutsche Synchronstimme, wenn man da dann auf Deutsch guckt. Nein, wir spielen heute nicht. Zumindest gerade nicht. To the Bone, da hat sie mitgespielt. Steht hier 2017. Kennt man bestimmt irgendwie. Hier die große Schwindel. Ja, das ist auch 2013. Relativ bekannt in Disney-Formaten, da läuft auf dem Disney-Channel rauf und runter. Ich gucke den eigentlich in letzter Zeit gar nicht mehr, also ich habe aufgehört, Fernsehen zu gucken. Ja, aber ich bin ein großer Disney-Fan, kann ich an dieser Stelle verraten und ja, auch das hat mir sehr gefallen. Noch ein kleiner Kuchen, gefällig? Nicht? So viel kann ich nicht essen. Ja, von mir aus dann halt eben nicht. In meinem FAQ habe ich sie mal auf die Frage hin
Sexiest Girl Alive mal eben angegeben. Oha, ihr Instagram-Account, den sehe ich gerade hier. Ja. Was? Das halt hier so gruselig. Da pennt sie hier direkt ein. So. Und Leute, soll ich euch was sagen? Sie ist direkt genauso alt wie ich. Ja, da ist hier ein kleiner Fanboy in mir. Bibi, ja, die ist dann nicht ganz so sexy. Gibt auch Leute, die sie sexy finden, aber na, nicht so mein Fall, würde ich mal sagen. Nicht so mein Fall. Aber auch bei dir wollen wir mal reinschauen, Bibi. Ja, die beschweren sich jetzt alle, dass sie in 3 Monaten nicht hier war. Ja, so, ich hatte andere Projekte. Nennt sie auch Miitopia. Da warst du mit dabei, Baby. Da warst du mit dabei. In ein paar kleinen Rollen. In 2, glaube ich. Ja, Baby will was Neues zum Anziehen. Dann geh doch nach DM und kauf dir was. In DM gibt's keine Sachen. Da gibt's nur Bidou. Geh irgendwo hin. Keine Ahnung. H&M. Und H&M war so ein Dings da. Kauf dir deine Sachen. Wo du willst. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Na, lässt sie mich was besorgen für sie oder was? Na dann, wie wär's denn hiermit? Das sieht schön scheiße aus, aber es scheint ihr zu gefallen. Und ein neuer Level für Bibis Beauty Palace. Hier kriegt sie eine CD mit was wohl drauf. Objekt verschenkt CD. Hört sie ihren eigenen Song an. Das kann ich mir fast vorstellen bei ihr. Dass sie sich ihren eigenen Song anhört. Verhungern du es natürlich auch nicht. Ja, ich habe dich ja lange Zeit nicht mehr gefüttert hier. War ja lange nicht mehr auf der Insel. Bist bestimmt schon halb verhungert. Ja, dann findest du das Essen auch nicht gut. Ja, komm, besorg doch selbst Essen. Wenn dir das Essen nicht schmeckt, was ich dir gebe. So viel kann ich nicht essen. Ja gut, dann halt nicht. Machst du halt Diät. Ich will mich ja heute auch nicht bei der lieben Bianca aufhalten, das ist, die hat ihren Part schon. Das soll jetzt nicht ihr Part werden. Chiara, die schläft. Schauen wir mal rein und schauen in ihre Träume, was die wohl so träumt. Das wirst du gern wissen, Zwerge. Ja, das würdest du gern wissen. Genau. Ich bin eine Krabbe. Da schnarcht sie einfach hier. Ein Türgriff. Ah, er ist aufgewacht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie schnarcht, aber gut. Das macht sie nicht weniger attraktiv. Joa, da habe ich ihr mal dieses Zimmer hier gegeben, diese Ausstattung hier. Passt zumindest halbwegs so zu dem Charakter, den sie spielt in Big Time Rush, in der Sache, aus der ich sie kenne. Ja. Die verfolgt ihren Instagram-Account. Schaut hübsche Bilder. Ihr merkt, ein kleiner Fanboy hier hinter der Kamera. Das Mii. Ja, passt doch sehr stark zu ihr. Ja, ich habe immer gesagt, Emma Watson, irgendwie auch sexiest Girl Alive, aber ich würde eher so Chiara zuschreiben, also. Sie ist nicht so berühmt, aber ja. Hübscher, würde ich sagen. Dena. Oh, der ist auch ganz hübscher. Bist du auch ein ganz hübscher, Dena. Würdest du ein bisschen weniger dünner essen, dann wärst du noch viel schöner. Ich möchte etwas Kaltes essen. Was Kaltes? Brot oder was? So ein paar Churros hier oder was? Ist das kalt hier noch? Also ich den Eis besorgen. Das fand er echt lecker. Okay, scheint geklappt zu haben. Kannst natürlich auch hier Eis haben. Kannst du dir auch mal schmecken lassen. Vielleicht schmeckt es ja sogar besser. Ist auch was Kaltes. Ja. Der Diener in seinem Zimmer, der auch schon seit ein paar Tagen mehr da als Chiara Bravo. Ich verwirr's hier immer. Blackie, die hat was. Die will eine Freundschaft knüpfen. Da
Warte, warst du nicht hier? Geben Bild von Zwergenfürst LP. Ja, aber ich war in deinen Streams teilweise auch nicht mehr so aktiv. Ja, sorry, ich habe anderes zu tun. Muss arbeiten unter Umständen. Mal, ab und zu mal. So, Montag bis Freitag. 8 Stunden. Und was mit dem willst du dich befreunden? Ja, egal, stell dich vor. Freundschaften sehe ich immer gerne. Wird gemacht. Mach einfach. Was? Zombie? Ja, mit Zombie kannst du dich gerne befreunden. Da könnte ich gerne Freunde werden. Und er hat schon seinen kleinen Zylinder. Och, wie süß. Dann habe ich dem den gegeben. Drehen sie und befreunden sich. Na komm, das muss doch was werden. Komm schon. Zack. Nice. Wieder eine Freundschaft. Auf Dank dir konnten Tomodachi wir Live. Miteinander anfreunden. Vielen Dank. Das freut mich immer wieder, wenn sich Leute befreunden. Aber befreunde dich auch mal mit Chiara Baro, die ist jetzt neu auf der Insel und ja, könnte Freundschaft gebrauchen, die könnte Freunde gebrauchen. Ansonsten tut's mein nie. Uhu. Blackie in the house. Blackie ist hier. Ja, ich weiß. Oh, Dr. Hetty, die möchte auch was. Dann schauen wir mal rein. Was gibt's bei dir? Immer dieselbe Masche hier, immer dieselbe Leier, wenn ich irgendwie mal für eine längere Zeit mal nicht Tomodachi Live spiele. Immer nerven die so. Ach, interessierst du dich gar nicht mehr für uns? Du warst so lange weg. Was hältst du davon? Jetzt habe ich das gar nicht gelesen. Ja. Keine Beweise. Achso, die will eine andere Phrase. Klingt auch gut. Behalt's. Alles klar. Alles klar, das ist auch eine gute Phrase. Und was hat sie noch so zu sagen? Meine Reiseplanung übernehme ich immer selbst. Das ist gut. Das muss man sich nicht von anderen Leuten planen lassen. Als Leiterin einer Bundesbehörde in den USA sowieso nicht. Ein ganz alter Hase hier auf der Insel. Seit dem Anfang mit dabei. Und die sollen aufhören, sich zu beschweren. Das zwischen dir und Zwergenfürst LP ist etwas ganz Besonderes. Auf jeden. Was hältst du von Zwergenfürst LP und mir? Oh, die Beziehung, die Partnerschaft zwischen Joyce und Zwergenfürst, was halte ich davon? Ich gehe fremd mit Chiara. Katz und Maus. Also, absolut, da besteht keine Hoffnung zwischen Joyce und mir. Absolut nicht. Absolut nicht, absolut nicht. Nein, das geht absolut nicht mehr. Müsst euch trennen. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Müsst euch trennen. Ach, war wohl nicht so wichtig. Ja. Wenn du es dir nicht gemerkt hast, dann war es nicht so wichtig. Aubergine zu essen. Jetzt schmeckt sie auch. Njam. Da bist du zumindest nicht mehr hungrig. Und schmeckt sogar. Spitzens. Ist es da? Was läuft auf der Insel? Ich war lange nicht mehr da. Irgendwas muss doch passiert sein. Abendsmarkt. Okay, da schauen wir mal vorbei. Manuel verkauft Sachen. Kelly will nichts kaufen. Ich kaufe. Ich kaufe eine Wundertüte. Sag mir, was drin ist. Kannst du nicht selbst auspacken. Oh, ein Ledermantel. Der sieht ja edel aus. Den muss ich gleich mal Zwerge geben. Also meinem Mie. Also meinem ernsten Mie. Das zweite Item ist eine Schachfigur. Auch neu. Das dritte Item ist eine irre Alienmaske, die sehr, sehr komisch aussieht. Komm gerne wieder. Ja. Online hat sich's gelohnt. Charmante für dich. Hier, hol's dir. Reifst dir vom Boden auf. Mal sehen, wie es ausschaut. Boah, ja, das hat's dir. Kann man so sagen. Ja. Ich finde es stylisch. Buch, lies mal ein bisschen was. Hast lange nicht mehr getan. Mach ein Let's Read. Lies mal ein bisschen was vor. Ein Zwergenfürst liest, kann mal wieder kommen. Boah. Die Nachrichten. Mit Lisa. Mit Metal-Fan Lisa. Willkommen bei den Nachrichten um 7 Uhr. Lassen wir mal so reden. Das ist eine ganz besondere Geschichte über Zwergenfürst Dasmi und seine Vitrine voller Tulpen. Was?
Eine Geschichte über mich. Seit wann habe ich irgendwelche Blumen in meinem Zimmer? Irgendwelche Pflanzen. Die würden doch alle vergehen hier. Ich will mein Haus in Zukunft so umgestalten, dass es ein Museum für Tulpen wird. Bestimmt. Dann kann man ihm ja nur viel Glück wünschen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ne, Fleudo. Ich muss jemandem davon berichten. Ich bin ja so aufgeregt. Danke fürs Zuschauen. Ah, alles klar. Ich bin Black Metal Fan Lisa und das waren die Nina. Fake News, Fake News! Lügenpresse! Und im Zimmer. Halte ich für absolut Fake News. Ah, gibt's doch hier nicht. Spenden willkommen einmal pro Tag. Die holen wir uns ab. Der Birgi spendet. Die Bibi, die spendet. Bitte ganz schön viel. Ach, überspringen wir das Ganze mal hier. Bevor ich hier alle aufzähle, das würde viel zu lange dauern. Oh, der PewDiePie ist auch mit an Bord. Ist in der Boutique. Oh. Ein German Let's Play schaut sich um. Ein Gernot Hassknecht verkauft. Cowgirl Outfit. Gekauft. Irgendwie werden wir es mal geben. Eleganzkleid, okay. Ja, finden wir auch wen. Ja, ja, ja. Vielen Dank. Knoblauchperücke. Ja, erstmal nicht. Irgendwie werden wir das mal dann aufdrücken. Erstmal nicht. So, was zu Mampfen. Sollen wir auch haben. Sollen sie nicht verhungern. Marzipanstücke. Ganz viele von kaufen. Ich liebe Marzipan. So viel kaufen, bis das Geld alle ist. Marzipanpaletten gekauft. Da kriegen wir gleich Diabetes davon, wenn wir das alles auf einmal futtern. Vielen Dank. So schön auf die Zimmer aufteilen, wenn das Zwerge erst alleine mampft. Ja, das ist nicht so ganz gesund. Oh, Männertreff. Ein Kaffee. Boah, da müssen wir mal reinschauen. Zu bereden. Oh, wen haben wir da? Zwergi, nochmal Zwergi und Gernot Hassknecht. Scharlachrotes Spinat, was? Das klingt toll. Musst du mir mal ausleihen. Lass mal reden. Wie schaffe ich es nur lässiger auszusehen? Mit diesem Mantel zum Beispiel. Versuch einfach besser auszusehen, wenn du Rentierkleider trägst. Boah, guter Tipp. Trag einfach öfter mal eine Kürbismaske. Ich bin doch nicht Paluten. Ich habe neulich seltsame Stimmen gehört, aus dem Apartment von Oliver Welke. Das könnte Gernot Hassknecht sehr interessieren. Von Oliver Welke. Ich glaube, das habe ich auch gehört. Gernot hat's gehört. Dann muss es ja stimmen. Wenn man Mutanten-Springseile kaufen könnte, ich würde sofort zuschlagen. Ja. Das wäre so cool. Das kannst du gar nicht, Zwei. Ich habe gehört, ich kann nicht dass sei springen. Besonders gesund in einem Glas mit Eiswürfeln. Du lügst doch. Kann man ja mal versuchen. Schon gehört, in letzter Zeit stehen die Mädels alle auf Bärenschnitzereien. Ja, wieso nicht? So was können auch. Also merkt euch, schenkt eurer Freundin eine Bärenschnitzerei. So eine Skulptur aus Holz geschnitzt. Wird ihr bestimmt gefallen. Wird sich bestimmt sehr darüber freuen. Empfehlung vom Zwergfürst. Aber schiebt mir da nicht die Schuld zu, wenn ihr es wirklich gemacht habt. Im Park. Oh, im Freizeitpark. Dinoso und Director Shepard hier. Im Riesenrad. Oh. Haben hier viel Freizeit auf der Insel. Hier gibt es auch keine Verbrechen. Hier müssen sie keine Mörder jagen. Da können sie sich ein bisschen am Riesenrad austoben. Spitze. Bei Chiara, die schläft hier wieder. Sie träumt süß. So leid. Was tut dir leid, dass du schläfst hier? Und du träumst. Oh, Lecky. Die Waffe. Oh, bei der Waffe müssen wir mal wieder reinschauen. Hier braucht man ein Zimmer. Ruhezimmer.
Ist zwar nicht ganz das UFO, aber passt auch. Ist wirklich sehr individuell. Individuell, ja klar. Übrigens, willst du dich vielleicht noch... Demnächst mal, Sturmwaffe. Freddy, demnächst. Ich komme auch demnächst nochmal vorbei und spiele mit dir, Smurf. Demnächst, irgendwann. Aber jetzt hat zum ersten Mal Siva eine Freundschaftsanfrage. Will sich Siva mal befreunden. Oh, die hat eine Partnerschaft mit Birgi. Oh, das ist mir auch neu. Ich würde Herr Bergmann gern ausführen, aber wohin? Oh, es läuft. Oh, am Brunnen chillen die beiden gemeinsam. Ein kleines entspanntes Date. Ja. Kann man sich schon damit mit ihr befreunden, mit der sie war. War eine weise Entscheidung von Birgi, sich mit einer Special Agent zu befreunden. Ja, ich glaube, der steht ja auch auf solche Sachen auf. Special Agents und Geheimagenten und Geheimmissionen. Das wird ein nices Leben für Birgi als Ehemann von Siva. Ja. Das könnte spannend werden. Das könnte passen. Irgendwas mit Zwergi. Ich habe gehört, dass Holla mit mir befreundet ist. Holla, die Waldfee. Jemand will mit dir befreundet sein. Ja, wie schön, das freut mich. Vielleicht sollte ich einmal mit... Ja, vielleicht solltest du das machen. Da ist er, Holla, die Waldfee. Ja. Zack. Und da ist er. Was ist das rote Tür? Sieht so aus, als hätten sie sich befreundet. Ja. Kann man mal machen. Passt auch zu Böhmermann irgendwie. Passt zum Dominian. Die Holla. Holla, Waldfee. Das ist aber meine Freundin für Böhmermann. Obwohl, er ist mit Ebi zusammen. Ja. Kann er sich auch trennen. Ich hörte, dass Beziehungen hier auf Tomodachi Life sowieso nichts für die Ewigkeit halten. Nochmal bei Chiara vorbeigucken. Ja, dir geht's ganz dufte. Außer die hat Schluck auf. Ja, jetzt hat sie gerade Schluck auf. Die hat aber noch keine Freundschaftsanfrage, okay. Die will sich erstmal einleben. Dann erschrecken wir sie mal. Da, jetzt hast du deinen Schluck auf. Jetzt ist der Schluck auf weg. Ja, spitze. Und was hast du zu... Ich mache auch gern Geschenke. Ja, dann. Das ist ja eine gute Grundlage für eine weitere Zeit auf Coffee Bay. Würde ich sagen. Let's Play. Oh, da ist er direkt mal hingefallen. Oha. Soll sich keine Kratzer zufügen. Ja, schönes Anschlitz. Doch. Wollen wir nicht überziehen, wollen wir hier keine... Sachen machen. Oh, Concraft ist auch hier. Let's Play Markus ist gerade am Strand. Mit Gronkh eine Sandburg bauen. So. Ich würde auch mal gerne mit Gronkh eine Sandburg bauen. Das wäre eine nice Sache. Ich wusste gar nicht, dass Let's Play Markus so die Connections zu Gronkh hat. Aber gut, wenn das so ist. Ich mache aber jetzt mal Schluss. Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Seid ihr ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergen Fürst verpassen wollt. Habt noch einen angenehm fröstlichen Tag und gehabt euch wohl und haut drinne. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Part. Tomodachi Life. Er kommt bestimmt. Ciao, ciao. Adios.